Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier aus der Bietwäscherei in Zürich. Wie bei den vorherigen Vorträgen könnt ihr gerne Fragen an die vortragende Person stellen über den Chat, den ihr unter dem Link dazu unterhalb des Videos hier findet. Unsere nächste vortragende Person hier ist Valeria Schipowska, Entschuldigung. Und sie ist Soziologin und Data Artist und sie erzählt uns etwas über zum Thema gesund älter werden. Danke vielmals. Mein Name ist Valentina. Ich heiße Valentina Schipowskaja, aber Valerie tönt auch gut. Aber danke vielmals. Ich bin Soziologin und unabhängige Forscherin aus Zürich. In 2013 habe ich meinen Master an der Universität Zürich absolviert. Zu diesem Thema. Dann mache ich eine Erweiterung von meiner Forschung und konzentriere mich auf statistische Software R und performe meine Daten in 3D Space auf kreative, hoffe ich, Art und Weise. Und ich möchte Sie einladen, in den Welt von statistischen Grafiken einzutauchen, zusammen mit mir. Okay, die visuellen Dynamiken des gesunden Alters werden und Familienstrukturen in Westeuropa. Ein Overview. Zuerst etwas ganz kurz über die Rahmen, dann Forschungsfrage, dann Hypothesen. Zwischendurch zeige ich 3D-Animationen und spannende Dimensionen, dann Data und Method präsentieren, dann Resultaten und wieder mal 3D-Animationen und ein Outlook. Background. Was ich eigentlich mache, das ist nicht anderes als Live-Kurs Epidemiology. Verschiedene Disziplinen beteiligen sich daran, zum Beispiel soziale Gerontologie, soziale Demografie, Familiensoziologie, Gesundheitssoziologie, feministische Gerontologie, Geschlechtsforschung, soziale Psychologie und andere. Statistisch betrachtet sieht es so aus. Das ist das sogenannte Strachan-Shake-Modell. Aufgrund von statistischen Daten kann man einen Live-Kurs modellieren. Was ich aber performe, das ist sogenannte zweite Lebenshälfte. Das bedeutet dieser Teil von der Lebenskurve. Und das ist der 40-50 plus, eher 50 plus Respondenten mit möglichst jüngeren Partnerin. Deswegen 40 plus habe ich gemacht. Und ich modelliere in Langschnittperspektive. Das bedeutet, ich werde den Trend für 13 Jahre für Westeuropa abbilden. Und meine Referenzen sind auch Weltgesundheitsorganisation und natürlich familiensoziologische quantitative Forschungen. Okay, Forschungsfrage. Die Idee ist, dass die Familienstrukturen bieten verschiedene Opportunitäten oder Möglichkeiten, um gesund zu altern, auf normaler Art und Weise. Besonders wenn zum Beispiel Gesundheit schwach ist, dann die Familienressource besonders gefragt ist. Deswegen zweite Frage ist, wie intra- und intergenerationelle Beziehungen Einfluss darauf haben können, auch in langfristiger Perspektive. Die Hypothesen sind auf Mikrolevel formuliert. Das bedeutet, ich befinde mich eher auf individuellem Level und schaue statistisch, wie es auf individuellem Level Haushaltsstrukturen und Verwandtschaftsstrukturen organisiert sind. Obwohl ich die Möglichkeit habe, auch auf Landeslevel zu agieren. Aber ich schaue auch, wie Verwandtschaftsstrukturen, wie sozioökonomischer Status auswirkt, ob es urban oder auf dem Lande, verschiedene Kontrollvariablen im Modell. Aber Hauptfokus ist die Differenz
zwischen zwei Subpopulationen. Das sind die Frauen und die Männer in Westeuropa in zweiter Lebenshälfte und ihre Veränderung von ihrer funktionalen Gesundheit. Das sind so Daten. Daten sind hier zugänglich. Man muss als Independent Forscherin einen Antrag stellen und sichern, dass man das nicht kommerziell benutzt, weil die Daten sind anonymisiert über Westeuropäer und über verschiedene Lebensdimensionen inklusive Gesundheit. Die Datenset heißt SHARE oder Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Ich benutze 4 Wellen für gleiche Individuen. Das bedeutet, das ist balanciertes Panel oder Langschnittstudie und ich kann den 13 Jahre Trend für diese Personen abbilden und das bedeutet, dass jede Person 4-mal auftaucht als ein Datapunkt in meinen Data Stories. So sieht es aus, meine abhängige Variable oder funktionelle Gesundheit. Das ist ein Bioindikator, weil es um isometrische Greifkraft handelt. Mit dem Messinstrument wie Dynamometer wird die Stärke, wie man auspressen kann, von dominanten Hand gemessen und genommen. Und das ist ein valider Indikator in sozialer Gerontologie. Und so sieht es aus in 3D-Space, das sind normal verteilte Datenmenge. Und das ist erste meine Visualisierung, die ich präsentiere. Und ihr seht deutlich, dass wir 2 Subpopulationen haben. Der größte Hügel sind die Frauen, weil sie statistisch in der Gesellschaft mehr präsentiert sind aufgrund von statistischer Lebenserwartung. Es gibt die sogenannte Differenz in Langlebigkeit zwischen Frauen und Männern. Da haben wir hier Männer in Westeuropa und das sind Frauen und das sind sogenannte Bivariat 3D oder dreidimensionelle Dichte in Form von Gauss-Glocke. So kann man mathematisch oder wahrscheinlichkeitsmathematisch meine Story in ihrem Mittelpunkt vorstellen. So. Eine erste Performance mit Data. Und, aber jetzt gehen wir weiter. Und dann schaue ich die Differenz zwischen Frauen und Männern auf westeuropäischem Level und wir sehen, dass diese Differenz gibt, und zwar sogenannte Nord-Süd-Gradient. Das bedeutet von nordeuropäischer Setting zu mediterraner Setting und das ist im Anklang zu familiensoziologischen Überlegungen zum Thema intergenerationelle Help and Care Regime. Und das ist sogenannte klassische in Statistik Spaghetti-Plot für diese neuen westeuropäischen Länder, für Frauen und Männer. Das sind Männer, das sind Frauen. Man sieht deutlich, dass die Trends nicht parallel sind. Das sind Langschnittstrends. Und ich habe aufgrund von diesen Daten eine Spaghetti-Plot-Animation gemacht über meine 4 Zeitpunkte. Und so sieht es aus, dynamische Alterskurven für Männer und Frauen in verschiedenen Settings. Das ist zum Beispiel, die rote sind nordischer Setting mit starken, prominenten sozialen, politischen Maßnahmen. Deutschland, Österreich, blau, das bedeutet, sie haben eher Transferierung zwischen, auch monetäre Transferierung zwischen Generationen. Niederland und die Schweiz, das sind Mix-Regime, konservativ und liberal, Mix zwischen private und gesellschaftliche Verantwortung in der Familie. Belgien und Frankreich, das ist Pioniere von Child- oder Kinderbetreuungsservice-Angebote und familienunterstützenden Maßnahmen. Und unten sind nach Daten sind mediterrane Setting, wo
nach Theorien starke Abhängigkeit oftmals zwischen Generationen existiert, besonders wenn die Stadt eigene Verantwortung nicht genug zeigt oder zeigen kann und die Care-Aufgaben oder Pflegeaufgaben die Familien übernehmen. Das ist ein bisschen auch zur politischen Relevanz. Und das ist mein Modell. Ich performe sogenannte Fixed-Effect-Regression, weil die Daten sind balanciert. Und ich schaue dieser Within-Effekt, wie ändert es innerhalb von Person über diese vier Punkte. Und das ist erster deskriptive Ergebnis. Das ist Story über wie viel oder wie stark ein Personenhaushalt präsent ist in Westeuropa. Und wir können beobachten, dass am Ende des Lebens oft, man kann sehen, die Frauen, die allein leben. Und jetzt möchte ich diese Grafik in 3D-Space abbilden und dann mache ich ein paar Manipulationen in mein Coding-Programm. Sieht es so aus. Ich arbeite in R, das ist Open Source, und in Package RGL. Und das ist ein wunderbares Vektorgrafik-Tool. Und das, so sieht es aus. Moment, ich muss noch mal durchklicken. So. Ich code schon seit 2012 und ich betrachte Coding als eine Art, auch Artistic Data Research zu performen. Und Moment. So. Jetzt funktioniert es. Die Flächen sind jetzt in 3D Space, das sind Regressionskurven. Sie sehen wie Flächen aus. Und gelb bedeutet, man lebt mit Partner im Haushalt. Black bedeutet, es ist ein Ein-Personen-Haushalt. Und wenn zum Beispiel, das sind ein Setting von Männern und eher von gesunden, starken Personen. Und man sieht, dass sie leben eher in Partnerschaften. Und aber wenn man nach unten geht, dort gibt es Frauen und die Personen mit niedrigen Werten. Und dann man kann sehen, dass es gibt einen Handlungsbedarf, weil es gibt statistisch betrachtet repräsentativ eine Menge von alleinstehenden Personen. Und diese Linien, die dünnen Linien, das sind die Distanz von Datapunkt zu Datenfläche, zu Regressionsgerade. Aber de facto, wir befinden uns jetzt drin in unserem Dataset, in der Story von Partner im Haushalt in Westeuropa. So sieht es aus. Ich mache auch kleine Animationen aufgrund von diesen Data-Stories und ja, so. Und jetzt gehen wir zur nächsten Story. Und nächste Story ist über Grandparenthood oder Großelternschaft für Männer und Frauen in Europa. Und die Skala habe ich so genommen von blau nicht oder noch nicht zu ganz viel. 5 plus, dann man sieht lebenslaufmäßig, es gibt die Bewegung, es kommen mehr Enkelkinder mit zunehmendem Alter. Und wenn wir das in 3D performen möchten, dann sieht es so aus. So. Und verschiedene Theorien sagen, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, die intergenerationelle Solidarität zwischen Enkel, Kinder, Erwachsenenkinder und Großeltern und über Generationstransfer in Form von Wissen und soziale Unterstützung. Es geht eigentlich um Sozialkapital und unterstützende Netzwerke und die Rolle der Frau wie Kindkipperin oder Verwandtschaftsknotenpunkt oder nicht unbedingt, je nach Kultur. Und dann kann man das auch
genau diese Data Story kann man separat für Mediterran-Setting und für Nord-Setting machen. Und dann sieht man deutliche Unterschiede in Übergänge von noch nicht Großelternschaftsstatus zu. Und das hat natürlich auch Gesundheitsimpact, besonders für Frauen, die in sogenannter Sandwich-Generation sind, weil sie kümmern sich oftmals um beide Generationen und helfen noch eigenen Kindern und noch eigenen Eltern. Und das sind alle sensible oftmals und ethische Themen über die Reziprozität, über Geben und Nehmen, über Verantwortung von der Gesellschaft und personale Verantwortung, über die Qualität der Beziehung und ihren langfristigen Impact. Ja, so sieht es aus in Großeltern-Story. Und jetzt, nächste Story ist über Geschwister. Die Geschwister-Story, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil es geht jetzt nicht um Intra, sondern über nicht inter, sondern über intragenerationale Solidarität. Und was zum Beispiel dunkel hier ist, das bedeutet nicht sehr ausgeprägte Verwandtschaftsnetzwerke. Und dunkelrot sind stark ausgeprägte Verwandtschaften, die potenzielle Unterstützungen bieten können. Und gelb bedeutet ein Geschwister. Und was wir sehen können, über die zweite Lebenshälfte begleitet uns irgendwie ein Sibling oder Geschwister. Und das ist eigentlich gute Nachricht, dass es ist ein Unterstützungspotenzial, falls man das pflegen kann und aktivieren kann in Notlebenssituationen. Und diese Story kann man in 3D Space auch performen. Und dann sieht es so aus. So. Das sind auch wieder mal alle Datenpunkte. Alle 30.000. Und wir vergessen nicht, dass jede Person viermal auftaucht und auch durch diese Veränderungen auch Live-Kursdynamik zeigt sich. Interessanterweise, man findet schon viele Personen, die gar keine Geschwister haben, auch in höheren Lebensalter, aber man sieht wieder mal diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Das sind unten Frauen, das sind Männer und sie sind wieder mal nicht parallel. Und das sind familienstrukturelle Ästhetiken, würde ich sagen. Und mit der Hilfe von Ellips habe ich das gebildet. Und auf jeden Fall, es gibt genug Stories, um das anzuschauen und anschaulich für die Leute machen, die politische und sozialpolitische Entscheidungen treffen können, wie kann man die Beziehungsqualität und Netzwerksqualität von Verwandten stärken und auch, dass es nicht alles als Personenverantwortung, sondern auch Community und Familien- und Verwandtschaftsstruktur strukturell, wie können wir die gemeinsamen Bedingungen schaffen, um für alle gleiche Chancen, gesund zu altern, anzubieten. So, und jetzt Outlook. Zum Schluss nochmals, intra- und intergenerationelle Solidarität spielt eine Rolle. Und horizontale Beziehungen sind eher frauenspezifisch, weil die Frauen oftmals Kinkeeper sind und in Sandwich-Position auch aktiv befinden, auch aufgrund, dass sie jüngere Partnerinnen von Männern sind, oftmals. Soziales Umfeld spielt eine Rolle auch, weil in verschiedenen Ländern und in verschiedenen kulturellen Settings die Differenz zwischen Langlebigkeit von Frauen und Männern unterschiedlich ist. Das muss man alles berücksichtigen. Hier sind Referenzen, familiensoziologisch, demografisch und auf ähnliche Methodologien und warum die Familienstrukturen für die Gesundheit wichtig sind. Und auch ethische Fragen, weil wir mit Bioindikator arbeiten. Das ist ein Beispiel von Coding. In Zukunft übertrage ich einiges auf meinen GitHub-Account. Und
ja, das ist einfach ein Beispiel, wie es aussieht. Und das ist die Regressionstabelle oder mein Modell, wo ich auch genau anschauen kann, auch für meine Publikationen zukünftigen, was genau bedeutet das Nuklearfamilie für Frau, für Mann und Strukturen für den Haushalt und Anzahl von Kindern, Anzahl von Großeltern, unterschiedliche Koeffiziente, zum Beispiel Haushalts Anzahl für Frauen spielt enorm signifikant als für Männer. Warum muss man dann genau schauen? Auch Partnerschaft, wieder mal Siblings, was für Männer eher Fall ist hier. Und andere Indikatoren, je nach Aspekt, was ich betonen möchte. Ja, und so sieht es aus und die Animationen spielen eine wichtige Rolle, um das zu spüren, zu bekommen, wie abstrakte Statistik aussehen kann. Ich bin am Ende meiner Präsentation. Vielen Dank. Ja, ja, auch vielen Dank, Ina. Wie gesagt, vorher, ihr könnt gerne Fragen stellen über den Chatkanal. Und jemand hat meinen Account gehijackt. Und auch über Twitter. Ich beginne erstmal noch mit einer Frage von mir. Weil wir zwei haben, sagst du, wirst dein Code noch online auf GitHub publizieren. Wie wird man diesen finden? Oder wie kann Valentina Schipowskaja. Ich habe relativ seltenen Namen und Hauptsache, das richtig abzutippen und dann findet man mich ganz einfach und ich bin auch in Twitter präsent, aber als eine Kurzversion von mir, als Vali Schip, Valentina Schipowska ist zu lang, und Vali Schip, das ist ein Account für Instagram und für Twitter, wo ich auch meine Data Art präsentiere. Übrigens, das hinter mir ist auch von mir genau diese Data Story, die Bewegung in 4 Stufen. Das ist auch ein Beispiel. Und man kann mich schon finden, wenn man mich richtig abtippt. Ja, ich habe das immer wieder, dass ich nicht ein einfaches Name habe. Das liegt daran, dass ich aus Sibirien bin. Ich bin geboren in Sibirien. In Russland. Gut, bei der Gerd Schwarzen Grafik bin ich mir nicht sicher, ob ich das alles so richtig genau verstanden habe, aber kann man aus der herauslesen, dass alleinstehende Personen im Alter tendenziell weniger gesund sind? Das muss man ein bisschen relativieren, je nach welche Daten hier landen. Es ist generell so, auch nach Theorien, dass die Partnerschaft im Alter ist eher die Ressource für Männer im Alter, ich meine jetzt im höheren Alter, weil aufgrund von, dass die Partnerin jünger sind als Partner, eher tendenziell, dann die Männer oder die Ehemänner oder Partner erleben dann Pensionierung oder Frühpensionierung, dann haben sie eine Veränderung der Lebenssituation und dann plötzlich landen sie in sogenannte Privatisierung des Lebens. Aber Frauen kennen das schon aufgrund von ihren Biografien. Und die Männer müssen sich konfrontieren mit neuer Realität. Und dort die Partnerin spielt eine große Rolle, um neue Realität für Mann irgendwie zu managen. Weil das ist eine Art neue Realität, Pensionierung. Früher, bevor Corona, war es so. Jetzt alles ist relativiert. Jetzt diese Privatisierung und Digitalisierung betrifft alle Geschlechter und alle Alter. Aber meine Forschung ist, wie gesagt, schon 7 Jahre. Und ich habe das noch vor Corona geschaut, die Rolle des Haushaltes im allgemeinen Wohlbefinden, inklusive physische Gesundheit. Ja. Wenn ich richtig verstanden habe, gibt es einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Geschwistern, dass Leute mit mehr Geschwistern eine bessere Chance haben,
Wir mal je nachdem, wenn die Beziehungsqualität da ist, wenn die Kontakte präsent ist, ja. Aber wenn man hat Geschwister und pflegt die Kontakte gar nicht, dann hat man keinen Zugang zu diesen Ressourcen. Und gemäß Theorien, wenn Respondent Frau ist, die Chancen, die Wahrscheinlichkeit ist eher groß, dass in verschiedene Richtungen, matrimonial und patrimonial, die Verwandtschaftsbeziehungen aktiviert werden. Problem ist, wenn man als Mann ist und nicht lebenslang aktiviert das hat, dann kann man landen in ein allein, nicht nur allein, sondern auch in Einsamkeitssituation. Das ist eben wie Balance. In skandinavischen Setting, wir finden viele alleinstehende Personen, die sich gut wohlfühlen. Aber das ist zwei verschiedene Altersrealität. Ob du allein als Mann zum Beispiel älter wirst in Skandinavien oder in mediterranischen Ländern, wo zum Beispiel Spanien und Italien, wo andere ökonomische und soziale Realitäten herrschen. Und deswegen andere Möglichkeiten für Unterstützungsnetzwerke, Aufbau zur Verfügung stehen oder eben nicht stehen. Und das ist ein soziales Problem. Ich habe auch untersucht, wie groß, wie stark die Effekte sind, die zum Beispiel eben Geschwister oder Partnerschaft haben im Alter im Vergleich zu anderen Effekten, wie zum Beispiel Rauchen. Ich mache jetzt keine Lifestyle-Indikatoren. Ich nehme eine Art ideale Situation und schaue eher auf Familienstrukturen und konzentriere mich. Ich nehme nicht fest die behavioral oder Verhaltensmerkmale. Man kann das machen, aber das sind ein bisschen andere Fragestellungen. Dann gehe ich weg von familiensoziologischen Bereich, eher in Gesundheitsforschung, pur. Aber was mich mit Gesundheitsforschung verbindet, das ist meine abhängige Variable, Biomarker. Ich gehe einfach ein bisschen andersrum und mache sichtbar die Familienstrukturen und Verwandtschaftsstrukturen. Aber den quantitativen Effekt dieser Strukturen hast du nicht, bisher nicht verglichen mit anderen Effekten. Doch, Sie sind in dem Modell, schauen Sie, dann im Outlook habe ich dann gezeigt, Sie sind alle drin und die Tabelle ist richtig groß, weil es gibt schon einige Variablen. Wenn ich noch dazu zusätzlich noch Rauchen nehme oder Verhaltensaspekte, dann wird es noch länger und noch größer. Aber was ich zum Beispiel mache als Alternative zu Behavioral, ich kontrolliere schon für Verhalten, aber ich nehme andere Variable. Und diese Variable ist hochsignifikant, das ist hier für beide Geschlechter. Das ist sogenannte, wie aktiv bist du im Alltag. Und unter Aktivität kann man verschiedene Sachen verstehen, zum Beispiel Sport oder aktive körperliche Leistung, wie Haushalt führen. Und dann sieht man hier, wenn es weniger als einmal pro Woche aktiv ist, dann ist markant in Minus geht. Deswegen die körperliche Aktivität, egal welche Art und Weise, wichtig ist. Sonst landen wir im Minusbereich. Dann dieser Minus zeigt uns Abnahme von Funktionalität. Sternchen zeigen uns, dass es für dieses Modell, für diese Berechnungen signifikant ist. Ich kontrolliere für Verhalten. Einfach mit anderen Variablen. Ich muss auch schauen, was mir zur Verfügung steht im Datensatz. Und weil die Struktur nicht einfach ist, weil es ist ein sogenannter Balanced Panel, ich muss auch schauen, zum Schluss lande ich schon in dieser Anzahl von Personen. Weil je mehr ich Variablen nehme, desto mehr die Wahrscheinlichkeit ist, desto ich verliere die Fälle. Aufgrund von Messungen oder fehlenden Messungen. Aber das ist, wie gesagt, ein Versuch und ich arbeite daran weiter und das ist eine Erweiterung von, was ich schon publiziert habe, für nächste Schritte. Die Idee von diesen Tabellen einfach zu zeigen, dass meine Visuals kann man in Koeffizientenformat übersetzen. Wenn man nur mit Koeffizientenformat arbeitet und nur Regressionskoeffizienten präsentiert, ist es nicht sehr anschaulich.
Deswegen die Überlegung ist, dass eine Art kreativ zu gestalten, damit man ein Gefühl bekommt, wie es aussieht, wenn man in diese statistischen Welten eintaucht. Ja. Ja. So, arbeite ich eben. Und die visuelle Möglichkeiten oder darstellerische Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Das, je nachdem, wie ich das wirklich visualisieren möchte, um das klar zu bringen, was genau ich mache. Mir gelingt es nicht immer, das klar zu machen, aber ich bin im Progress und ich habe auch viele 2D-Visualisierungen, aber mein Herz schlägt für 3D-Visualisierungen, wenn ich noch dazu zusätzliche Variable wie Body Mass Index habe. Ohne diese Body Mass kann ich nicht in 3D-Space kommen. Ich habe einfach Glück gehabt, dass die Daten bieten mir gute Large-Scaled Variables. Und meine Aufgabe als Statistikerin, das korrekt zusammenzufassen und soziologisch korrekt zu interpretieren. Ja. Ja, gut, dann danke vielmals für deine Ausführungen. Wir sind bereits über der Zeit ein bisschen. Hm? Aber es ist nicht allzu tragisch, weil der nächste Vortrag ist erst in einer halben Stunde wieder hier in der Bitwäscherei. Dann zum Thema Digital Integrity of the Human Person, a New Fundamental Right 2020 Update. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder. Bis dann. Schöne Pause.